Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier mit dem Arsch. Wir kaufen gerade 70.000 Liter Gerste vom globalen Markt. Wollten noch mehr kaufen, aber leider war das nicht weg. Für einen guten Preis, naja, 800 Liter ungefähr, aber leider. Ja gut, sie trauen. Hätten ein bisschen mehr sein können. Aber leider habe ich da ein bisschen zu zögerlich gewesen. Da waren rund 4.000 drin gewesen und plötzlich war was weg. Man weiß ja auch nicht genau, wer immer kauft, ne? Und wer einkauft und verkauft. Aber jedenfalls, ich stelle mal fest, hier müssen schnell sein, ne? Und sobald ich Weizen kriege, können wir auch die Brauerei überliefern und da entsprechend Produktion anwerfen. Ne? So, wollte ich mal hier Dünger rausholen aus dem Lager. Der ging ja anfangs nicht, weil ich erst gemerkt habe, später eben noch synchronisieren. Jetzt geht es. So, Kartoffeln sind alle verkauft. Im Grunde kann man hier alles verkaufen, was Standardfrüchte sind. Was nicht geht, ist zum Beispiel Mottfrüchte, also weiß ich wie Rocken oder Zarkun, wie es alles heißt hier. Ne? Das geht nicht. Ich sag mal noch. Man will erstmal testen, ob das jetzt so ganz gut läuft und dann nachher später vielleicht erweitern. Dünger brauchen wir nicht, ein Lager kostet ja uns Geld, ne? Können wir gleich für Schulden zurückzahlen. Mal gucken, was der Dünger so einen Preis kostet. Knapp 1000. 1080, 1100. Vielleicht kriegen wir ein bisschen mehr. Mal gucken, ob wir bei 1000 anstelle. Was für ein Preis wir da haben, brauchen wir lange rechnen. Das wäre aber für Speedy und Co. Die haben mal so ein volles Lager, da können sie mal richtig verkaufen. Vor allem, wenn das alles vor Ort verkauft wird, dann ist es ja auch gut. Weil wir wollen nicht so weit fahren, ne? Warum denn so weit fahren, ne? Wenn das mal ausgesehen kann. Bauen zum Pfeil. So, nächsten noch. Dünger, wie viel sind wir? 60 Tonnen. Gut, leer machen, dann können wir gleich mal sehen. Langen Hals machen ungefähr, ne? Aber die arbeiten noch. So. So, Dünger. Verkaufen. Minimal 1000. Das ist heftig. Also für 3000 noch was? Maximal. Da klingelt die Kasse. So, was haben wir drin? Dünger. Fällt gerade der Preis, okay, wenn ich gerade verkauft habe. So, alles andere wieder weg. Außer Kalk. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Schulden zurückzahlen. Super. Dann haben wir ja schon mal die Hälfte erledigt. So, haben wir alles verkauft, was wir hatten, ne? So, dann wollen wir Schweine verkaufen und ja. Viel fahren. Ahem.
Also sie verkaufen, die werden ja zum Flatthof gefahren, ne? So. Ja, Düngen ist noch durch eigentlich. Flügen dabei. Wird man jetzt sehen, dass wir jetzt nachher alles geliefert kriegen, ne? Wir müssen jetzt im Prinzip die Schweine von Stall 2 Richtung ja. So. Muss ich kurz umstellen. Tja, hier auf Horder, ne? Also es geht nicht, dann können da jetzt keine Jungen mehr kriegen, ne? Jedenfalls nicht von den 90 Tieren da, das geht nicht. Können wir gleich mal blicken, das Tieren. Das haben wir 70.000 ungefähr. Kann man natürlich sagen, natürlich, Dünger für 3, für 500.000 ist ganz schön heftig, ne? Ich weiß ja nicht genau, wie der Preis regulär ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht muss der Preis auch angepasst werden. So, kommen wir gleich mal rüber. Muss hier nur kurz mal lang da umbauen. Also wir müssen da einen Stall bauen. Und zwar einen, der größer ist. Ne? Dann können wir das flexibler verkaufen, gestalten. Vielleicht müssen wir die Stelle im Stall woanders bauen. Dichter am Schlachthof, ne? Wäre ja sinnvoll, ne? Guck, ob da einfach ein Gebäude ist oder die Fläche, die man kaufen kann. Viele Schweine hinbringen kann. Da vorne sind ja die Ferkel. Ferkel ist gut. Die sind auch alle soweit. So. Das ist Folge Nummer 4. Dienstag. Ja. Muss ich mal schauen, in einer Mod kriege, einen größeren LKW-Anhänger. Denn. Also 0,7 schon. Ja. Hatte ich hier eher. Da. Weibel. Das ist eine andere Sorte. Ja, auf so einem Schlachthof, ne? Ja, euer. Leben ist jetzt hier mit letzte Reise, ne? Ja, ist ja leider so, ne? Wollen wir uns vormachen. Viele wollen Fleisch haben und das wird so Teil der Wahrheit, dass wir dann entsprechend Fleisch noch erzeugen wollen. Du wirst fertig. Die Zierung ist fertig. Und hier ganz kurz rüber hüpfen. Das ist ungünstig. Aber wir werden mal sehen, dass wir ja, aber wir Schweine drin haben, ne? Das machen wir erstmal die Schweine weg, sonst ist mir das, die sterben ja wahrscheinlich. So, das ist schlecht. Bei Schweinen, ich weiß nicht, bei Tieren ist das ganz gefährlich. Bin vorsichtig in der Beziehung. Ich habe den neuen Produktion noch drauf. Ich habe es nicht dran gedacht. Wegen Klopapier, ne? Also
Ich meine, gut, kann man machen, aber gut, muss ja nicht sein, ne? Wir verwenden die großen Rollpapier hier. Naja, es ist schon. Es muss ja auch gefahren werden, ne? Ne, da fahren wir am Bahnhof, ne? Da sind wir schon mal ganz gut dran, ne? So, dann haben wir unseren Zaun verfranzelt, ne? Wer hat da hier das Liege weggebaut? Das schaffen wir auch nicht mehr, Holz. Das ist ja auch unmöglich. Aber wie gesagt, wir müssen auf 3 Tage gehen. Auf 4, auf 6. Sieh. Das wird mit 3 Tagen nichts. Gut. Thüringen vielleicht eher, weil da keine Portionen sind, aber hier. Ja. Und doch auf 6 Tage gehen, also. Und vielleicht sogar 9. Mal sehen. Am 6. Tag sehr wahrscheinlich. Also aktuell so sehe, wenn wir Schwierigkeiten haben, alles mit Dach und Fach zu kriegen. Ne? Und nun können wir es nicht ändern. Nun mal sehen, was wir hinkriegen. Ne? Umbauen jetzt in der jetzigen Phase ist nicht gut. Weil der Wachstum alles durcheinander kommen würde. Hier war alles ein bisschen umgeändert worden, weil ich nicht habe. Aber wie gesagt, ich brauche keine Rinder zu bauen. Also da unsere Kälber näher so weit sind. Also heißt noch würde ich keine. Also Rinder werden wir nicht verkauft. Außer sind meine Tiere bei. Eins haben wir ja. Da gibt es ja kein Geld für, da gibt es ja nur näher Fleisch. Ist eine Packung und da. Ist, jetzt fahren wir schnell zum Hof zurück. Ich habe Timer nicht gedrückt. Ich gucke 12. Dann mache ich eine kurze Pause und besorge mir einen anderen Anhänger. Mod-Hub gibt es rein. Aber die Folge machen wir noch zu und voll und dann ist gut. Kriegen wir die Kurve nicht. Müssen wir jetzt sehen. Oh. Ja, die können wir unglücklich, ne? Gleich die Silage und den Anhänger verkaufen und dann gleich einen neuen holen. Dann fahren wir gleich zum Händler. Und irgendwie drehen hier. Ne, wir fahren mit der Straße. Wir können ja die Straße rechts und gleich wieder rechts fahren. Und der BGA vorbei. Ja, die Schweine werden sie auch. Und wer ist so klein oder große Entfernung ist auch nichts. Aber mächtig viel zu fressen, ja, Ballen. Heu, Mama, Heu, Heu. Wir müssen viel Heu machen müssen. So, ab zum Händler und dann beenden wir die heutige Folge. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage schönen Dank fürs Reinschauen. Und tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Oh.
kurz darauf, kurz nachher. Tschüss. Und noch schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss. Läuft noch.